ein. Mhm. Ja, ja. Und dann kann ich vielleicht hier nochmal im Untergrund so ein bisschen rumbauen und kann hier vielleicht nochmal den Kreisverkehr damit nochmal intensiv beschäftigen. Aber so ist es doch eigentlich gut, oder? Platz da hinten. Du kannst doch mal, du kannst versuchen. Ja, sieht gut aus. Ja. Also du kannst mal versuchen, eine Straße wegführend in dieses Industriegebiet zu machen. Eine einspurige. Ja, einfach hier reinführen von dieser anderen Straße, die neu gebaut worden ist, genau. Ach, von der? Ja. Ja, aber gut. Jetzt gerade geht's mit dem Verkehr. Wir haben auch noch nicht die Mittagszeit. Die fetten Leute kommen ja noch nicht aus den Hütten raus und wollen in die Casinos. Dauert noch. Tut mir leid, aber... Okay. Also diese Brücke wird jetzt viel benutzt. Billiges Müll. Ja gut, sind es zwei. Das ist doch eine Spur, oder? Wie eine Spur? Eine Spur hier, wo sie fahren, und die andere ist doch Parkplatz, oder? Funktioniert sogar. Hier, da, schau. Warum machst du das? Die fahren auf einer Spur und die andere ist ein Parkplatz. Achso. Na, hier bis zur Mitte. Das mache ich immer und dann explodiert der Verkehr komplett. So. Ja, es geht immer schlimmer. Natürlich. Und ich mache es immer schlimmer. Und dann muss ich schauen, dass ich den ganzen schönen Verkehr wieder in Ordnung bekomme, was nie funktioniert. So, dann verbinde ich hier noch ein bisschen. Da so, ja. Das ist doch schön. So, dann muss ich erstmal hier die wegschmeißen. Wir sind alle glücklich. Gelucklich. Glucklich. Glucklich. So. Sieht ein bisschen zusammengematscht aus, die Bushalte. Allgemein zusammengematscht aus. Das passt, das ist die Stadt. Stadt 1890.000. Einwohner oder Autos? Beides. Gleichzeitig. Naja, das ist. Ja, genau, solche Sachen kannst du machen. Wollte ich auch mehr machen, aber dann habe ich es wieder verdrängt und vergessen und. Und das ist sehr praktisch. Sobald die Menschen. Menschen? Sobald die Menschen aussortiert werden, sagst du so. So wird der Stau, und allgemein der Verkehr viel besser. Wohin werden sie denn aussortiert? Ja, die gehen nicht auf die Straße, sondern gehen diese Wege entlang. Ja, das ist nie gut, wenn sie auf die Straße gehen, weil wenn, dann haben sie irgendwas falsch gemacht. Hm? Weißt du? Ja, hier. Ach so, ich verstehe. Ah, ja. Ja, die gehen auch auf die Straße. Meine Zukunft. Freiwillig. Hä? Oh. Nix. Passt so. Ja, alles gut. So, jetzt können hier wieder neue Gebäude gebaut werden. So. Sieht doch alles gleich viel besser aus. So, jetzt laufen hier auch die ganzen Blutsauger entlang. Können wir hier auch noch machen. Mhm. Hier so ein bisschen da, so ein, ja, so ein Pferdeweg entlang. Zwischen den Häusern. Muss halt ein Haus drunter leiden, ist mir auch egal. Fürs Allgemeinwohl. Für diesen Weg. Ist nicht mal verbunden. Doch, ist verbunden. Ich glaube, es ist verbunden. So, ich dachte schon, der Bus geht. Das. Abkürzung. Ab durch die Hecke. So. Sieht auch gut aus, oder? Ah. Hä? Jetzt wollen die hier entlang fahren, dann wollen die hier entlang. Aha. Die Leute wollen anscheinend in die andere Seite der Stadt. Gibt's irgendetwas Spezielles dort oder so? Vielleicht ein Drogenquartett oder so? Da gibt's ein Krematorium. Ach so. Da können sie gleich... Ja, menschliche... Ah, das ist... Das ist wie beim McDonald's. Da kann man reinfahren. Kommt man so Menschenleichen zum Essen. Da gibt's aber noch so eine kostengünstige Pressmaschine.
Das ist so eine, so eine graue Pampe kommt so raus. Mhm. Lecker. McDonald's-Soße. So herstellen die ihre Soße her, liebe Kinder. Also nicht weil es eklig ist, aber weil ich hier was bauen will. Müssen die Spende geben. Euer müssen leiden. So. Verbindbar den Spaß. Lalalala. So. Hier, ich hab Spaß. Moment, es geht doch hier in den Fluss rein. Egal. Sprich mal, der Dame ist hier. Egal. Das ist nur ein Fluss. Warte. Oder? Ja, so ist gut. So, darf wieder. Perfekt. Der sieht eckig aus. Ja, mach nichts. Ist ja auch im Untergrund. Ja, gut. So. Jetzt können wir. Im Untergrund kann es ruhig reinregnen. Ja, gut. Ich. Schau mal die Straße an. Vielleicht geht es jetzt wieder. Nein. Es ist wieder Stoßzeit, oder? Nein, jeder. Das ist doch doof. Egal, weißt du was? Ich mache kurz meine Einbahnstraße. Alles, was man für die Stadt macht, ist nicht genormt, ist nicht in Ordnung, ist nicht schön. Wie kommen die Leute dann da hinten? Das ist... Oh. Stell dir vor, du wohnst dort, musst so erstmal einmal rundherum, anstatt um zu deinem Haus zu kommen. Es ist doof. Jetzt, die sollen hier lang fahren. Geht nicht. Friedhof muss ich erstmal wegreißen. Ach nee, ist ein Park. Gut, das geht. So, Park weg. Überall so böse Smileys. Und dennoch kommen gute Smileys. Weil sie glücklich sind, dass der Park weg ist. Die Leute freuen sich und werden einfach wütend, weil der Park um vier Quadratmeter verschoben wird. Ja, der wurde einfach so um 4 Dezibel verschoben. Dezibel ist ein gut. Ja. Oder Kubikdollar. Kubikdollar. Ja. Ich habe knapp 3 Millionen Kubikdollar. Ich wollte die Stadt hier weiterbauen. Jetzt richten wir hier den ganzen Verkehr. Das hatte ich schon mal. Da hänge ich 30 Folgen dran. Was macht eigentlich der Verkehr hier? Du musst halt einfach schauen, wo möchten die Leute hin und wie kannst du Straßen setzen, so dass die Leute diese Straße benutzen, um dann direkt an ihr Ziel zu kommen. Gar nicht. Du musst einfach schauen, wie sich die Leute dort. Und am besten sollte es richtig viele Wege links und rechts weggehen, damit die Leute sich gegenseitig aussortieren. Und dann geht das automatisch, der Rest. Ach, sollen die sich aussortieren? Ja klar, die sollen nicht alle in eine Ecke gedrängt werden, gleich um dann überall nochmal herumzufahren. Das machen die freiwillig. Die Leute möchten ihr Ziel. Damit die meine Stadt betreten, erreichen die niemals ihr Ziel. Deswegen auch so viel Krematorien. so überall. Ja, schau doch mal, das ist wie auf dem Kinderspielplatz. Hier, der Bus parkt nicht mehr richtig. So, jetzt geht's erstmal hier im Berg runter. In den tiefen Schacht rein. Ab in den Schacht. Ab in den Keller. Da ist es sonnenschön. Und auch viel heller. Hier, oh, das ist doch geil, schau mal. Staul. Hier, der Weg heißt Staul. Staul. Willst du auch so eine Haltestelle, Staul? Die Bushaltestelle ist Staul. Oh, das muss ich doch wieder umstellen. Das habe ich vergessen. Entschuldigung, Stadt. Glückwunsch. Die Stadt ist wieder glücklich. Und die Leute haben ihre Häuser verloren und ihre Zukunft. Sind wir erst neu eingestiegen. Ah ja, da. Ein Satz. So, passt doch, oder? Hier ist jetzt schon mal alles gut. Hier reiten jetzt alle wie auf Pferden. Schau mal, wie das aussieht. Da brennt es. Oh mein Gott. Die Leute sterben da drin. Ach so. Yeah. Ja, ist so wieder gelöst. Ab in den Spaß. Sicher das Kinderparadies.
Natürlich. Gebrannt. Steht in Broschüre. Möge ihre Kinder Feuer willkommen. Sie sind herzlich eingeladen. So. Da, schau, da fährt jetzt die ganze Stadt rein. Das ist doch schön. Hey, hey. Die ganze Stadt. Hier. Ein Spaß für Groß und Klein. So, hier. Mal, da gab es einen Fehler, glaube ich. Oh, schau mal wieder zurück. Da ist auch nirgends ein Fehler, das ist okay. Die Leute sind um das Ganze. Hä? Nee, egal, schon gut. Hier gibt's lauter Fehler. Hier, da, das ist alles ein Fehler. Hä, wo geht's? Die vielen Bushaltestellen. Das war kein Fehler, das war geplant. Ach so. Das war geplante Insolvenz. Was warum braucht es so viele Bushaltestellen direkt an dem kleinen, wenig bewohnten, also, ja, Gebiet? Wenig bewohnt ist etwas anderes, natürlich. Aber. Natürlich. Da wohnen drei Leute hier. Die reisen in der Stadt, die haben 800 Häuser. Kann ich hier nirgends. Ah, da geht's. Ja, gut, aber falsche Richtung. Stell dir vor, man könnte die Karte von City Skylines einfach mal benutzen, um andere Spiele zu spielen. Wie zum Beispiel das, was du selbst gebaut hast. Hier. Keine Ahnung, Zombie-Spiel oder so. Keine Ahnung. Oder Call of Duty in City Skylines. Ja, klar. Eigentlich wäre das lustig. Call of Duty Lines. Hä? Ja, ich meine, dass du die Stadt selbst baust als eigenes Spiel und dass du noch andere Spiele anknüpfen kannst an diese Map. Ja. Und dann machen die Entwickler ein neues Spiel. Das heißt dann Call of Duty Lines. Warum fahren hier so viele? Wo, hä? Wollen die links abbiegen? Können die ja. Wollen geradeaus. Wollen alle da rein? Ja, hier können die doch rein. Hier. Fahrt rein. Diese Stadt ist gefährlich, einfach nur. 17:01, nee. Mensch. Aber wir sind schon bei 52 Minuten. Ich wollte so eine 15-minütige Folge machen, das ist auch okay. Ja, gut. Du kannst einfach schneiden. Ja, die gut. Wunderbare Technik des Schneidens. Eine Zauberei, die auf YouTube nicht anerkannt wird. Ne. Da wird man sofort gesperrt, dann kriegt man einen Bann. Danke, dass Sie. Danke, dass die Folge 52 Minuten ist. Ja. Möchtest du jetzt 15 Minuten, also möchtest du die Stunde voll machen, dann 15 Minuten Folgen machen? Ich mach da 20. Ja, also 4 Folgen, das ist auch gut. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Ja, 20 Minuten sind 4 Folgen. Nee, ist es nicht. Das sind 3 Folgen. Ups, ich habe mich verrechnet gerade. Das habe ich letztes Mal auch gemacht bei MNorb. Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, hey, warum haben wir so wenig Folgen? Ich habe doch 800 Stunden aufgenommen. Müssten doch 800 Milliarden Folgen. Nee, das waren nur 3. Hier, da. Deswegen baue ich beim Stau nicht mehr rum. Okay, jetzt bauen wir die Stadt. Ja, schau doch mal. Die Stadt hungert nach Futter und das sieht doch hässlich. Geh an eine freie Stelle. Irgendwo. Wo du eine Stadt bauen möchtest. Das reicht mir jetzt. Genau. Fertig hier. Auch. Gebaut. Hey. Eigentlich war das gut. Das war überhaupt nicht gut. Das war das Schlimmste, was ich bis jetzt gemacht habe. Schau mal, alle kommen hier aus diesem Untergrund, Gurgeldingsbums. Ja, das ist, weil die Leute. Hey, wo kommen die her? Die andere Untergrunddinge nehmen. Ach so. Die kommen von dort. Ja, gut. Sie kommen nicht von dieser Stelle. So, fertig. Ich hatte sie sofort wieder abgebremst. Ja, ich hatte ja hier diese Kurve, gell? Hier, das Ding habe ich jetzt gekappt. Jetzt fahren die alle hier über die Brücke rüber. Habe ich doch gesagt, das ist der schnellste Weg. Einmal hier rum, dann wieder zurück. Und zwar hatte ich ja. Schau, funktioniert. Alles, was ich sage, stimmt. Schnellste Weg, vor allem. Die Leute sterben so, oh nee. Schau mal. Ich hatte vorhin so Sommer, ganz heiß. Ab in den Sommer. Ich hatte hier den Untergrund, gell? Das sind ja alle hier reingefahren, weil sie dort einmal entlang fahren wollten und so. Jetzt habe ich es weggemacht und schau, Stau weg. Passt. Natürlich fallen jetzt hier 3 wieder rüber. Und hier kommen auch keine mehr rein. Jetzt haben sie keine Lust mehr auf die Stadt.
Jetzt fallen alle. So gehen oh raus, schreiben seine, ja gut. So eine böse Kritik. Ich bin mir nicht sicher, ob hier die Straßen überlastet sind, ich aber. Oh, nee. Schau mal in die Ding, in, das, in die, Ring, die, Ring. Die Überlastungsanzeige, wo, wie rot die Stadt ist. Bitte Sonnenbrillen aufsetzen, gleich wird sehr rot. Auf die Stadt, auf die Stadt. Also auf, nein, auf die Autos hier oben. Wo ist über? Die Autos. Ja. Die Autos. Autos? Da, nee, ja, genau. Hier. Bitte setzt alle die Sonnenbrille auf, gleich können wir ein Disco feiern. Oh, das geht. Ja, ja. Hackt ein paar Straßen ab, ist alles okay. Hier, da, schau da. Wo fahren die eigentlich hin? Da wird's die fahren alle mit dir. Okay, das habe ich doch gut gemacht. Also, das ist doch praktisch, oder? Okay, der Kreisverkehr ist ja ziemlich... Also, Kreis, kann man das überhaupt noch Kreisverkehr nennen? Der ist überhaupt nicht überlastet. Da stehen 3 Autos hier. Läuft doch. Aber schau mal. Das geht eigentlich. Ja, ja, das geht. Aber schau, die Leute, die jetzt hier entlang fahren wollen, gell? Das ist doch gut. Der Herz ist keine Verbindung mit drüben gibt. Wollen einerseits die Autos einfach hier rumfahren und die, wo drüben lollen, die fahren einfach hier entlang. Natürlich gibt es jetzt hier ein bisschen Stau und gibt es dann da hier so ein bisschen Stau in dieser fetten Straße und gibt es hier ein bisschen Stau. Aber sonst finde ich es im Großen und Ganzen eigentlich gut. Wenn man ein richtiger, guter Bürger, also wenn man ein Bürger ist in dieser Stadt, dann die Leute wissen einfach, ja. Dieser Stelle sollte man nicht fahren an einem gewissen Zeitpunkt. Genau, macht man einfach mal die Augen zu, ist die Stadt perfekt. Ja, ja, ja. Nein, bei uns in der Nähe gibt es ja auch, also bei uns in der Nähe gibt es auch viele Großstädte, sag ich mal so. Also auch nicht so groß wie die hier. Und da gibt es immer eine Stelle, die so richtig voller Stau ist. Und die, an die, die Fahrt, keine Ahnung, jeder weiß, dass dort Stau gibt. Mhm. Aber, und die Leute fahren drin, die fahren rein. Tja. Mein Vater sagt, oh, gut, dann nehmen wir halt den Umweg. Da sieht man so den Stau hinter uns. Wolltest ja noch eine Stadt machen, oder? Wir machen Staufolgen 50 Minuten. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Ich flipp aus. Jetzt gibt's hier ein Tornado. Was? Jetzt kommt hier ein Tornado! Wir haben ich möchte sehen! Tornado, yeah! So, damit tschüss. Ich baue hier noch ganz kurz die Straße. Stell dir vor, genau die Straße wird jetzt abgerissen. Klar doch. Von Tornado. 5000 Euro in den Sand gesetzt. Mein Motto. Hier. Glaubst du, ich habe zu viele Bahnhöfe? Nee. Nee, komm. Ach, was, vor allem Bahnhöfe so weit weg, wo nur niemand wohnt? Nee. Spaß! Gefälle zu steil! Ich geb hier. So, und zwar. Okay, das muss ich ganz kurz austesten, warte. Oh, komm, ein bisschen steil ist es schon. Das geht doch. Also du musst, glaube ich, ja, genau. Ja. Aber die so, ja, der Zug soll schon gerade fahren. Der soll schon hier vom Berg gerade runterfahren. Warte, dann mache ich das mal kurz, da ich es nicht wieder vergesse in der nächsten Folge. So. Hä? Hier, warte, da hat es gerade grün-blau aufgeblinkt. Ich habe nichts gesehen. Da hat es sogar da. Oder geh über die über das Teil. Was für ein Ding. Also, oder, warte, zieh die Maus hier genauso. Nein, oh Gott. So, das hier ist doch unnötig. Warte, mach das so etwa. Ja, und dann weiter runtersetzen. Irgendwie so, und jetzt kannst du genau. Ich bin der beste Erklärer der Welt. So, jetzt habe ich rein investiert. Oh, da ist ja schon eine Bahnlinie. So. Ist es jetzt eine Schwebebahn oder ist es... Das ist eine... Ne, das ist eine normale Felsenbahn. Habe ich extra gemacht. Und zwar will ich so ein Dings machen. Einerseits Schwebebahn. Schau, ich will es so machen. Einerseits Schwebebahn, aber auch die Bahn. Und dann halt zwischendurch noch Buslinien. Und dann vielleicht noch so Straßenbahngedönse. Und zwar habe ich es hier so gemacht, weil ich habe nur hier draußen, außerhalb der Grenzen, hier eine Zuglinie. Dann will ich hier alles so schön fett verwenden. Deswegen wollte ich erstmal das hier machen. Aber... Schau mal erstmal, wo der Tornado kommt. Ich hab Angst. Wahrscheinlich direkt dadurch durch die Stadt.
Tornado. Pff, so wie hier in Amerika. So. Hab ich's doch gewusst. Nein. Genau in die Stadt. Genau da, wo wir... genau da, wo wir... Nee. Oh. Genau dieses große Gebäude. Also das Gebäude ist so groß, dass es nicht vom Tornado zerstört wird. Oh ne. Wenn das jetzt hier meine Mülldeponie... Tja. Das kostet doch alles Milliarden. Es geht erstmal die Stadt... Oh. Wird's grün? Warten die etwa, bis es grün wird, oder? Ich glaube, die warten auf etwas anderes. Auf Rettungskräfte oder so. Die kommen nicht. Ich habe Kosten gespart. So, jetzt muss ich erstmal hier kurz aufräumen. Bestimmt kommt er hier gleich wieder vorbeigefahren, gell? Das ist ja immer so. Soll das bei einem Tornado niemals wegfahren? Da ist noch eine Straße kaputt. Der macht doch. Der dreht wieder. Oh nein. Ja, ich dachte, der macht eine Vollbremse und wird wieder zurück. Ist es. Ach, ist ja doch, ist sogar die richtige. Vor allem, wieso muss man es reparieren, wenn es ja noch. Keine Ahnung. Es ist ja noch befahrbar. Klar doch. Ich kriege hier die ganze Zeit E-Mails rechts. So, jetzt muss ich hier nochmal. Abgeschafft. Aber direkt davor. Gott sei Dank hat es hier nicht die Schule. Warte, sieht man das in der Aufnahme? Hä? Sieht man das in der Aufnahme, diese Nachrichten? Nein. Aha. So, das wäre schon mal ehrlich. Warum ist es so schwarz? Warte. Was ist so schwarz? Das ist... Warum? Der brennt halt. Seine letzte Ehe war nicht so gut. Wiederaufbau. Eingestürzt. Mülldeponie. Seine letzte Frau, sie hieß Irma. Irma, nicht Ehebraten. Ingrid. Ehebraten, diese. So, hier, der Wiederaufbau. Da sieht's ja sehr sauber aus. Ich wollte eigentlich beenden und jetzt bin ich hier beim Aufbauen. Ja, oh ja. Es hat's hier alles zerschlagen. Das ist doof. Natürlich ist eine Katastrophe nett, aber da kriegt man mal ein bisschen Krebs. Weißt du? Wie war das? Naturkatastrophen kriegen die hin, aber keine Unfälle. Ich hast es gerade rundherum gemacht. Passt doch. Sieht gut aus. So, Wiederaufbau. Hallo. So. Ah, hier noch. Gut. So. Hier. Aha, wieder aufgebaut und schon voll. Passt doch. So, hier nochmal. So. Yay. Oh Gott, du warst meinlos. Du musst dir vorstellen, die Leute reden über die Stadt. Oh, der Bürgermeister hat jetzt gerade etwas repariert in dieser Stadt. Was? Wow. Was für ein Heiliger ist das? Was für ein Heiliger! Als hätten die Leute nicht andere Probleme oder so, dass ein Tornado drüber gefahren ist. Ein KTO. Ein KTO-Nator. Ein Katalysator. Schau mal. Hab ich die Dinger repariert? Gibt's hier eine Müllabfuhr-Lawine? Willkommen. Was ist das denn? Naja, wenn jetzt hier noch 5000 Züge kommen, dann... Moment. Vor allem das Beste ist ja, die fahren auch teilweise. Das finde ich natürlich auch praktisch. Ich mache immer gerne solche. So ein Fleckchen, wo ich eigentlich ganz, ganz viel Müll hinbaue. Weil die sich dann überall verteilen können. Habe ich ja teilweise mal im Untergrund gemacht. Deshalb ist es auch mit der Autobahn verbunden. Das geht eigentlich. Hier ist natürlich jetzt ein bisschen Müllprobleme. Aber weil gerade hier. Dings weg war. Der Müll. Die Müllberge. Passt. Ist eigentlich gut. Ja. Wolltest du nicht noch eine Stadt bauen oder so? Ja, die Stadt baue ich dann wahrscheinlich in der nächsten Aufnahmesession, dann im neuen Jahr weiter. Also dann, wir sehen uns dann wieder nächstes Jahr. Nee, wir sehen uns schon im nächsten Jahr. Ja, fröhliches Jahr. Fröhliches neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid nicht ausgerutscht. Ich hoffe, ihr seid gerutscht, aber nicht ausgerutscht. Und... Oh Gott.
Ja, das ist schon 2018. Mein Gott, unsere Vergangenheit. Das geht viel zu schnell. Ja, irgendwann sind wir Rentner. Irgendwann sind wir Rentner. Und fliegen dann irgendwann gen Himmel. Oder Hölle, je nach. Na gut, oder beides. Die eine Hälfte da, die andere Hälfte dorthin. Ja, genau. Gut. Also dann wird... Ich schaue nicht mehr. Gut. Dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge von Cities Skylines. Vielleicht ist dann Seven wieder dabei oder auch nicht. Mal schauen. Der war jetzt nur mal dabei, weil sonst wäre die Aufnahme zu langweilig gewesen. Hat man jetzt wieder gesehen. 15 Minuten wollte ich aufnehmen, sind wir schon wieder bei 1 Stunde 6 Minuten. Ja, vor allem, wir haben uns nur um den Stau gekümmert. Aber es hat sich gelöst, also langsam. Ja. Ist schon besser geworden, muss ich schon sagen. Komm, wir bauen jetzt doch die Stadt fertig, oder? Schaffen wir noch. Ja, los. Nächsten 3 Stunden sind wir fertig. Naja, vielleicht sehen wir uns dann später nochmal in Norb bei einer anderen Folge, weil ich will auch noch Norb aufnehmen. Jo. Ja, das wissen wir nicht. Also dann, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss und dann bye bye. Ciao.